einstechen, rausholen, glatt treten. Der BVB überlässt nichts dem Zufall, schon gar nicht den Trainingsplatz im Trainingslager. Deswegen wurde Willi Droste, der Hüter des heiligen Dortmunder Rasens, samt Team extra nach Brixen im Tale eingeflogen. Alles muss passen, jeder Grashalm sitzen. Andere nehmen den Koch mit und Borussia Dortmund nimmt das Rasenteam mit. Und ich sag mal, das ist schon eine Auszeichnung auch für uns. Wichtig ist ja, dass die nicht missmutig oder was weiß ich, dann verletzt sich schon einer in den ersten drei Tagen und dann passiert dies und dann ist der Platz zu stumpf oder die Schnitthöhe ist zu hoch. Und das ist dann schon, wo sie die negativ in die Saison gehen. Und das wollten wir dieses Jahr vermeiden. Nach zwei Spielzeiten ohne Titel wollen die Dortmunder wieder einen Gang hochschalten. Gegen die finanzstarke Konkurrenz, vor allem aus München, klappt es aber nur mit viel Leidenschaft. Entsprechend engagiert geht es auf dem Platz zur Sache. Am Gipfel wird die Luft immer dünner. Das gilt nicht nur für die Kitzbüheler Alpen. Also die Ziele sind klar, direkte Qualifikation für die Champions League in der Bundesliga. Wir sollten nicht nur immer uns auf dieses Duell mit den Bayern reduzieren lassen, sondern wir sollten mal gucken, wer so von hinten rückt. Manchmal sind wir die Jäger, manchmal sind wir die Gejagten, aber am Ende ja, sind wir auf jeden Fall immer mittendrin. Wieder voll dabei ist auch Pierre-Emerick Aubameyang. Nach dem schmerzhaften Tod seines Großvaters schreibt er via Instagram von einem Versprechen, das er einlösen will. Mit 13 Bundesligatoren in seiner Premierensaison hat er auch dem BVB eins gegeben. Ich erwarte von Ober noch keine 50 Tore, also im ersten Jahr schon gar nicht. Und er hat eine ganz, ganz tolle an seinen Toren gemacht, mit die meisten, die jemals einen Neuzugang, glaube ich, erzielt hat. In der kurzen Zeit, also das ist alles in Ordnung. Und dass Ober in Teilbereichen sich verbessern kann, ist völlig klar. Und dementsprechend weit davon entfernt, nicht zufrieden zu sein. Aber wir haben erkannt, dass es eben noch Verbesserungspotenzial gibt und daran wollen wir arbeiten. Gearbeitet wird auch noch am Rasen in Brixen im Tale. Der BVB überlässt diese Saison eben nichts dem Zufall.